So, und damit herzlich willkommen hier zu dem Spiel FIFA 13 von der Straße ins Stadion hier in Frankfurt. Wir spielen gegen Gladbach. Wir dürfen den Ball nicht verlieren. Das ist echt eine schwierige Aufgabe. Eine Torvorlage verbuchen, 4 Pässe vollenden und 6-mal aufs Tor schießen. Also das wird eng. Aber wir nehmen diese Herausforderung an. Und wenn wir jetzt immer jedes Spiel, in jedem Spiel alle Ruhmaufgaben schaffen sollten und dann am Ende immer plus 2 Ruhm extra bekommen, dann sind wir schon in 3 Spielen auf Ruhm Level 8. Wenn das Spiel beginnt. Aber ich glaube, hier wird es eng. Hier wird es eng, alle Aufgaben zu erreichen. Einfach weil, ja, den Ball nicht verlieren schon eine schwierige Aufgabe ist. Und er ist drin! Erster Schuss, Tor! Damit habe ich nicht gerechnet. Der Decoy macht den Treffer. Mit den EA Sports Decoy Schuhen. Da war der Keeper noch dran. Aber ich glaube, Heimeroth konnte dann nichts mehr machen. Eins zu 0 für Frankfurt. Da fängt es schon an. Jetzt Nigel de Jong. De Jong wieder. De Jong! 1-1. Das ist nicht Nigel de Jong. Natürlich nicht. Das ist einfach nur de Jong. Mein Fehler. Oh, Meier! Am Pfosten. Und dann ins Aus. Mann, Mann, Mann. Jetzt Xhaka. Nordfight. Nein. Ja. Läuft jetzt der Alex Meyer mit? Der läuft mit. Der schießt ein Tor! 1 zu 2 oder 2 zu 1 hier für die Frankfurter. Das war ein schöner Treffer hier. Oh. Ein zu großer Bogen. Sonst hätte es hier noch interessant werden können. Aber ein Distanztor, das wäre doch mal was. Nee, so wird das nichts. Und jetzt einmal mal draufhauen. Okay, einmal mal draufhauen. Okay, dann nicht. Okay, einfach mal draufhauen. Wird so nichts. Aber naja. Wir haben den Ball noch nicht verloren, das heißt. Die Vierer-Sternstunde, die ist noch drin. Und wir müssen das Spiel auch noch gewinnen, sonst können wir
den Bonus vergessen. Und jetzt ist er drin. Jetzt ist der Ball drin. Geht doch. Der Captain trifft schon wieder. Ich will ehrlich nicht wissen, wie viele Tore er schon gemacht hat. Ist bestimmt schon zweistellig. Einmal mal draufhauen. Ah, nee. Patrick Herrmann. Okay. Gibt jetzt erstmal einen Eckball. Nee. Nichts. Abstoß. Huch, da hätte ich fast den Ball verloren. Ja, jetzt hier wieder Gladbach. Das war echt knapp. Das war echt knapp. Als ob das kein Torschuss war. Eieiei. Dass wir da nicht den Ball verloren haben. Huch, knapp würde ich mal sagen, ne? Ja, jetzt hier. Nein, 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 das ist mein Ball, das ist mein Ball. Der Ball ist drin. 1:4 für Frankfurt aus der Sicht der Gäste. Haben sie eine echt schwierige Aufgabe vor sich, dieses Spiel noch zu drehen. Aber, ne? Gladbach könnte es. Damit natürlich im Abseits. Aber wie gesagt, Gladbach könnte es rein theoretisch. Aber wir hauen den Ball einfach immer nach vorne, Hauptsache. Erstmal, wir verlieren nicht den Ball und zweitens, Gladbach kommt nicht in Richtung unseres Tores. Ja, aber dann bekommen sie auch so einen guten Abstoß, aber naja. Okay. Ups. Das will ich jetzt nicht. So. Zweite Hälfte beginnt. Und nach diesem Spiel mache ich dann eine kleine Aufnahmepause. Meier mit dem nächsten Treffer. Wie gesagt, mache ich eine kleine Pause. Und dann nehme ich später wieder auf. Das heißt, wir haben gerade den 4.4. um 17.15 Uhr nehme ich das auf. Das heißt, so um 22 Uhr, 23 Uhr nehme ich dann weiter auf. Ich brauche dann eine kleine Pause. Da spielen hier sehr, sehr, sehr knappe Bälle. Ach, ist nicht Heimerot, ist Ter Stegen, der im Tor ist. Ach so. Dann sag das doch. Ja, wie gesagt, ne, also nächste Saison
Wäre schon schön, wenn wir hier ein Angebot von einem Top-Club bekommen. Juventus Turin, Real Madrid, ne? Zu Juve würde der Dekolmi nein sagen. Oder zu Real. Scheiße! Ah, Kacke! Okay. Machen wir einfach mal die Rechnung mit 6 Punkten. 6. Ja, nee, warte. Okay, dann bräuchten wir 5 bis 6 Spiele. Würden wir jetzt das Spiel verlieren und nie die 4er-Sternstunden bekommen. Wäre natürlich etwas länger, aber es wäre immer noch in dieser Saison. Das ist wenigstens eine gute Nachricht. Da ich die 4er-Sternstunde nicht geschafft habe, kann mir jetzt das Spiel auch eigentlich scheißegal sein. Weil wir ja eh schon gewonnen haben und ja, Gladbach nicht mehr ansatzweise an uns rankommt. Naja. Jetzt hier Decoy. Jetzt hier Alex Meyer. Ja, Decoy. Boah, war das frech! Da rutscht er selbst noch aus hier beim Jubeln. War das frech! Alter Schwede! Boah! Da lässt der TSD aber mal richtig aus. Dumm dastehen. Eieiei. Darüber will der TSD wahrscheinlich nicht später reden. Wenn er schuld an einem Treffer ist, dann könnte man ihm die Schuld an diesen Treffer geben. Aber nur könnte, wenn man fies wäre. Stand er da? Ja, da stand er im Abseits. Da stand er im Abseits, keine zwei Meinungen. Jetzt hier Gladbach versucht es wenigstens. Und Frankfurt hat einfach nur noch Spaß. Wieder abseits. Jetzt hier. Aber die Verteidigung von Frankfurt ist einfach Weltklasse. Ja, Meier jetzt hier auf Decoy. Da verlor er den Ball. Stranze. Und De Jong. Ja, noch circa 6 Minuten zu spielen. Aber
Gladbach kann das hier vergessen. Frankfurt ist einfach die Mannschaft top hin. Die Top-Mannschaft so. Und der Deco, der bräuchte mal eine neue Herausforderung. Würde ich mal behaupten. Denn anscheinend langweilt ihn ja schon die Bundesliga. Wann kommt er überhaupt in die Nationalmannschaft? Das ist die Frage. Und gibt jetzt hier den Einwurf. Das Ding hat es da gerade gut gemacht. Wie er den Ball da weggehauen hat. War wichtig auf jeden Fall. So konnte Frankfurt jetzt nicht den 7. Treffer machen. Und das ist gut für Gladbach. Jetzt erstmal Einwurf und ja, das Spiel ist auch vorbei. Frankfurt gewinnt 6:1. Leider haben wir nur 6 Punkte hier für unseren Ruhm mitnehmen können. Aber wir können natürlich hier noch ein Never mind that one. Wir holen uns auch die 4 weiteren Punkte. Dann ist das kein Problem. Dann brauchen wir weiterhin nur noch ein paar Spiele. Ich würde einfach sagen, das wäre es von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es dann gegen den HSV geht. Bis dann, haut rein und tschüss.